Die Klinge will gefüttert werden, damit ihre Schneide scharf bleibt. Mörder. Was sorgst du dich um diese wertlosen Kreaturen? Sie sind nichts. Schwach, schon vom Augenblick ihrer Geburt an. Gieren sie nach Macht, die ihrer Art nicht zusteht, und zerfleischen sich dabei letztlich selbst. Wie Schafe, die sich im Dreck zusammenscharen und jene zerstampfen, die mit einem goldenen Vlies gesegnet wurden. Nur um ihre eigene kümmerliche Existenz ertragen zu können. Vorurteile und Hetzerei, Zerwürfnis und Konflikte, alles Schlechte dieser Welt entspringt der Bosheit des menschlichen Herzens. Bosheit geboren aus dem Schmerz und dem Leid des freien Willens. Er ist es, der euch von eurem ersten bis zu eurem letzten Atemzug zerfrisst. Du irrst. Er zerfrisst mich nicht. Er macht mich aus. Jede Entscheidung, selbst eine falsche, treibt mich erst voran. Also laufe ich weiter. Nicht als Marionette, als ein Mensch. Was bist du? Auch ich habe einst in solch einfachen Strukturen gedacht. Was? Vor langer Zeit schenkte Gott der Menschheit die Gabe der Magie. Und mit dieser Gabe schuf sie herrliche Zivilisationen. Doch mit der Zeit verlor die Gabe Gottes ihre Bedeutung. Die Ära des Gemeinsinns wandelte sich zur Ära der Habgier. Für Schwerter und Flammen wandte der Mensch sich vom Schöpfer ab und beschwor durch sein Tun die Fäule herauf. Dennoch behielten einige wenige weiterhin den Blick auf den Himmel gerichtet. Und sie beteten zu Gott, dass er sie zurück zum Pfad des Rechts führe. Der Herr erhörte sie und antwortete: Den Würdigen werden sich die Tore des Paradieses öffnen. Also streckte ich meine Arme weit aus und ließ meine Seele in die Wogen des Äthers gleiten. Ich gab mich dem Schöpfer hin. Nahm mein Opfer an und sprach zu mir: Nur wenn ihr Sterblichen lernt zu dienen, sollt ihr Erlösung erfahren. Siehst du, das Paradies liegt nur einen Schritt von uns entfernt. Wieso zögern wir noch? Wir müssen unsere alten Sünden von uns abstreifen, denn nur jene mit reinem Herzen werden Einlass in die neue Welt erhalten. Ich werde uns retten. Doch alles beginnt und endet mit dir. Du bist der Schlüsselmythos. Und ich werde dich ihm darbieten. Ein neuer Beweis für meinen Glauben. Du hast dich selbst aufgegeben, nur um deinem Gott zu dienen? Sag mir, nennst du das Leben? Das, wonach du strebst, ist keine Erlösung. Das ist Verdammung. Zu leben bedeutet, frei zu sein. Ohne eine Wahl gibt es keine Existenz. Ha, 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 ha,
Wenn du meinst, dann komm. Zeig uns die Stärke deines Willens. Die Stärke meines Willens wird nicht ein Ende sein, sondern die Schwäche deines. Stärker? Beweise es. Bevor dieser Tag endet, wirst du die Wahrheit erkennen. Seinen Leib erwählt. Und doch hältst du an deiner falschen Hoffnung fest. Aber es gibt keine.
kennst den Weg zur Erlösung. Nun musst du ihm folgen. Befreie dich, Mythos. Sonst wirst du mich niemals besiegen. Abwarten. Deine Hybris wird dich noch teuer zu stehen kommen. Verloren, als du dich von uns abgewandt hast. Als du dich von der Wahrheit abgewandt hast, Barnabas. Wir sind nicht so schwach, wie dein Gott es glaubt.
Hast du deine Schwäche selbst zur Waffe gemacht? Verzeihe mir. Du bist nicht so dumm, wie ich angenommen hatte. Und so endet es. Nein! Bist du etwa schon erschöpft, Mythos? Dein störrischer Trotz erregt mein lang erstarrtes Herz, füllt es mit einer Freude, die ich seit Ewigkeiten vermisse. Welch Genuss! Der verlockende Kuss zügellosen Vergnügens, ein Traum, den ich verloren geglaubt hatte. Und nun, da dieses süße Gift rauschend durch meine Adern strömt, werde ich es bis zum letzten Tropfen genießen. Beweise deinen Wert, Mythos! Ich will an dir verbrennen! Macht denn nicht erfahren?
Nun empfange deinen Preis! Ich war es, der sich durchgesetzt hat. Mein Wille hat gesiegt. Dein Wille? Nein. Es war seiner. Clive Rossfield!
Stärke im Willen. Hätte ich den meinen nur nicht aufgegeben. Du hast ihn nicht aufgegeben. Dein Wille hat deinen Wunsch nach einer neuen Welt geweckt. Du wolltest dich deinem Herrn beweisen. Ich... Er hat dir eine Illusion gezeigt. Und du wolltest, dass sie wahr ist. Die falsche Wahl. Es gibt nur die Welt, in der wir leben. Und diese Welt ist es wert, gerettet zu werden. Dafür töten wir auch einen Gott. Ihre Worte. Von dir, der dem Herrn so sehr nützlich war. Was willst du noch? Ich hätte fast vergessen. Ich versprach, dich für meinen Herrn präsentabel zu machen. Unseren Zweck erfüllen. Genauso wie seine Mutterkristalle den ihren erfüllt haben. Komm, Clive Rossfield! Nimm, was nur dir zusteht! Verschmelze mit Gott! Nein! Sag, wie fühlt es sich an? Wo steckst du? Zeig dich mir! Wie fühlt es sich an, deinen Rivalen zu verschlingen, dich an seiner Macht zu laben? Mit jedem zaghaften Schritt näher, näher der Göttlichkeit. Mit oder ohne Willen, du bist nichts als ein Leib. Unser Leib. Spürst du, wie er in Erwartung seines Schicksals zittert und bebt? Noch ist das nicht deiner! Du irrst. Komm, trotziges Kind. Wir erwarten dich auf dem Rücken des ersten Drachen, wo alles enden und neu beginnen wird. Ah!
Hier rein! Warum wird meine Stadt von Akkadischen überrannt? Was weiß ich? Frag sie doch, verdammt! Seit wann schreckt Eugen Havel denn zurück, wenn es zum Kämpfen geht? Seit die mir meinen verdienten Rang genommen und mich von der Front verbannt haben. Jetzt stecke ich hier in einer brennenden Stadt fest, während meine Frau mit einem Kerl abhaut, der halb so alt ist wie ich. Und dann kreuzst du auf. Was zum Henker willst du hier? Gute Frage. Mit den Orks zusammen sind da draußen gut 200.000 Feinde. In der Hauptstadt sind nicht genug Soldaten stationiert, um eine Armee von dieser Größe zurückzuschlagen. Und die Zentralfeste? Wird von Soldaten und Trägern aus den umliegenden Siedlungen gehalten. Sie sind der einzige Grund, dass sie noch steht. Und es bedurfte nur einer Invasion, damit sie zusammenfinden. Die Angst vor dem Tod schafft oft die rechte Perspektive. Ja, Perspektive. Vielleicht hat ihr auch uns gefehlt. Sogar schon was gemein. Ralf kämpft für das Gegenteil. Er kämpft für eine Welt, in der niemand umsonst sterben muss. Und er kämpft heute für die Hoffnung auf ein besseres Morgen. Mag ja schon stimmen, aber eine Handvoll Soldaten kommt nicht gegen ein Königreich an. Vielleicht habt ihr auch nur die falschen Männer. Ich muss wohl träumen. Wir sind nicht viele. Doch ich entsende so viele Dragoons, wie ich nur kann. Du, unterrichte Lord Havel über die Lage draußen in der Stadt. Jawohl, Hoheit. Und ihr wollt für uns kämpfen? Ich stehe in des Phönix Schuld. Das spricht für meine Neffen, oder? Ja, aber was dich angeht, habe ich noch Zweifel. Leg die fürs Erste beiseite. Na gut. Du sagtest, du hättest Männer in der Feste? Kannst du uns sagen, wie viele es noch sind? Einen Moment bitte. Kommandant? Egal wie viele. Randela kann keinen davon entbehren. Unsere Männer. Wir rücken aus. Los. Terence. Milord? Hier findest du ein Mädchen. Aber um uns herum tobt ein Krieg. Ich verdanke ihr mein Leben. Diese Schuld muss ich begleichen. Sorge dafür, dass es ihr an nichts fehlt. Dion, ich kann nicht gehen. Aber du musst. Will ich je hoffen, die Vergebung unseres Volkes zu erlangen, muss ich sie mir verdienen. Und das muss ich aus eigener Kraft schaffen. Nur meiner allein. Wisse, dass diese Bitte mich zerreißt. Und wisse, dass ich ihr folge. Lebe wohl, Terence. Thank you.
Lebe wohl, mein Prinz. Clive, zum Glück, du lebst. Ja, ich lebe. Ich bin so verdammt froh, dich zu sehen, Joshua. Und Barnabas? Der König ist tot. Edda, sie wurden gerecht. Du bist jetzt sicher und mit dir dein Kind. Wir müssen reden. Passt auf euch auf. Ihr wisst, dass ich am liebsten mitgehen würde. Ich weiß. Aber es ist besser, wenn ihr zurück zur Enterprise geht. Und zwar nicht nur wegen Edda. Sagt den anderen, was passiert ist. Auf mich ist Verlass. Kümmere dich gut um sie. Danke für alles. War das die richtige Entscheidung? Wir können eine Schwangere nicht alleine im Toten Land zurücklassen. Das Versteck ist sicherer für sie. Zumindest vorerst. Das Land hier gehört den Akasischen. Der König war schon lange einer von ihnen. Aus freien Stücken. Er traf diese Entscheidung, um Ultima auf der Suche nach dem perfekten Leib zu dienen. Wohin sich Barnabas wandte, ihm folgte nur Zerstörung. So viel Leid und Tod. Für ihn war all die Gewalt reine Barmherzigkeit. Ein Akt, das Leid zu beenden. Er wollte wirklich die Rettung der Menschheit. Das hat Ultima ausgenutzt. So wie er uns ausnutzt. Warum uns? Was sind wir? Was wir sind? Wir sind Domini. Seine Werkzeuge.
Doch das müssen wir nicht so akzeptieren. Wir können uns wehren. Für das Recht zu leben. Ist es nicht so? Doch, du hast recht. Barnabas hat behauptet, die Mutterkristalle seien von Ultima. Von Ultima? Tatsächlich? Mittlerweile wissen wir, dass die Mutterkristalle dem Land den Äther entzogen haben. Und wir wissen, dass sie somit die Ursache für die Ausbreitung der Fäule waren. Aber was ich nicht verstehe, ist, was Ultima dadurch erreichen wollte. Was hast du in der Festung gefunden? Die Wahrheit über Ultimas Plan. Ich dachte lange, er wäre hinter dir her. Und zwar nur dir. Nein, er braucht nicht nur dich, er braucht uns beide, Ifrit und Phönix vereint. Er braucht das, wozu wir in Dichasia geworden sind. Nur wenn unser beider Flammen verschmelzen, ist sein Leib vollkommen. Wozu er diesen Leib braucht, ist mir jedoch nicht klar. Ich denke, es gibt etwas, das er ohne ihn nicht bewältigen kann. Etwas, das seine körperlose Form nicht zulässt. Und dafür braucht er unsägliche Mengen Äther und ein Gefäß, das dieser aufnehmen kann. Ich vermute beinahe, Bruder, dass er eine Art Zauber wirken will. Eine fast 1000 Jahre alte Magie unvorstellbaren Ausmaßes. Und ohne uns würde er scheitern. Und ohne die Mutterkristalle. Aber zerstören wir sie alle. Werden wir nicht nur die Fäule, sondern auch Ultima aufhalten. Also gilt unser Plan noch. Nur diesmal. Stellen wir ihn gemeinsam. Ja. Es ist weit nach Stornhir. Lassen wir Ultima nicht warten. Mit Barnabas Tod ist seine Magie erloschen. Der Weg nach Stornhir ist nicht länger versperrt. Recht, Joshua. Valuta Soldaten. Lass mich doch einfach in Frieden sterben. Was ist dir passiert? Die Ätherflut hat Monster aus meinen Kameraden gemacht. Und die Orks. Ich wusste, wir können ihnen nicht trauen. Als ob Wildstämme uns treu sein könnten. Auf irgendetwas
haben sie gehört. Allerdings nicht auf uns. Ein Wunder, dass sie euch überhaupt so lange gefolgt sind. Vielleicht haben sie gespürt, dass es vorbei war. Unser König fort, das Reich in Trümmern. Was bleibt uns noch von all den Kriegen? Wofür haben wir gekämpft? Verflucht sei dieses Land. Verflucht seien der König und sein Gott. Verflucht sei diese dreckige Fäule. Du hältst dem Äther stand. Du bist ein Träger, auch wenn du kein Mal trägst. Bitte hör mich an. Gewähre einem Soldaten seinen letzten Wunsch. Bitte lass mich nicht in Sorge sterben. Natürlich. Worum geht's? Ich danke dir, mein Freund. Geh durch das große Südtor, Richtung Stonhur. Da ist ein Stück Wald, der Nimmerhain. Auf einem kleinen Felsvorsprung dort ist das Grab meiner Eltern. Sie waren die einzigen, die mich je liebten. Für den Krieg musste ich sie verlassen. Doch im Tod möchte ich wieder bei ihnen sein. Diesen Ring, bring ihn zu ihrem Grab. Ruhe in Frieden. Lass mich raten. Der einzige Weg zur Hauptstadt. Führt durch dieses Tor. Ganz wie du dachtest. Die haben da eine Armee, Joshua. Ja. Aber ich sehe keine Domini. Thank you.
Glaubst du, all das ist für uns? Wundern würde es mich nicht. Ultima hat es uns nie leicht gemacht. Kurz rasten. Keine Sorge, das wird schon. Schau, Clive. Beim Begründer. Das ist eine Festung.
niemand hier. Nicht einmal Soldaten. Und Leichen sehe ich auch keine. Ist wirklich das ganze Königreich akasisch geworden? Von hier aus kann man bis zum Meer sehen. Ein schöner Ort für seine letzte Ruhe. Wieder vereint mit seiner Familie.